So Leute, guten Morgen. Heute ist es soweit, es geht in den Iran. Ich bin wirklich aufgeregt, muss ich sagen. Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran einfach, dass man über den Iran oder einfach dieses Land als solches in unseren Medien so extrem viel Mist auch irgendwo liest. Das war wirklich Wahnsinn. Der war so freundlich, so nett, so herzlich. Unfassbar. Also wirklich. Die haben mir Tee angeboten und wirklich alles, alles. Top Service. Ich habe jetzt für eine komplette Inspektion. Ich meine, okay, ich hatte einiges selbst mit, aber ich hätte eigentlich für diese Inspektion nur 30 Euro bezahlt. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 30 Euro hätte ich eigentlich nur bezahlt. Ich habe ihm allerdings ungefähr 60 gegeben, weil die Türkei einfach wirtschaftlich nicht gut dasteht aktuell. Das ist das Problem. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann kriegt er das jetzt von mir noch. Ich meine, 30 Euro für uns in Deutschland sind 30 Euro. Ne? Weiß jeder von euch zu Hause, das ist jetzt nicht unfassbar viel Geld. Aber hier ist das wirklich aktuell sehr, sehr, sehr viel wert. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Nee, aber wirklich super. Spitzenmäßig. So, neues Öl drin, neuer Luftfilter, neuer Ölfilter. Durchsicht ist gemacht, alles perfekt. Kupplung eingestellt, hat alles ordentlich gemacht. Jetzt haben wir es mit der Ruhe für 10.000 Kilometer. Ich würde jetzt schätzen, dass die nächste Inspektion dann circa in Indien wahrscheinlich fällig wird. Ja, aber wir verlassen jetzt erstmal die Jabak hier. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Erzurum, um mein Iran-Visum abzuholen, denn das wird auch diese Woche passieren, der Grenzübergang. Und ja, das sind jetzt noch 72 Kilometer bis dahin. Mal schauen, wie das wird. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass das problemlos alles geht. Da werde ich morgen auf die Botschaft gehen dort in Erzurum und wir versuchen, alles zu regeln. Und dann, ja, geht es diese Woche in den Iran auf jeden Fall. Was mir mit dem Motorrad wirklich aufgefallen ist, von Anfang an, man muss bei Ziegenherden, gerade hier in der Türkei, echt aufpassen auf die Hunde. Auf die Hunde, die dabei sind. Weil hier sind nämlich sehr häufig Hirtenhunde einfach dabei, die teilweise echt nicht ganz so gut zu sprechen sind auf Motorradfahrer. Und das ist echt uncool, weil da muss man wirklich aufpassen. Das ist immer das, wo ich als erstes wirklich drauf gucke mittlerweile. Aber hier ist wieder keiner dabei. Irgendwo vielleicht, aber ich sehe keinen. Es ist unglaublich, wie schön die Türkei ist. Du hast alles hier. Du hast Strand, Berge, Wüste, Steppe, Grün, Wald. Du hast alles in diesem Land. Und die Türkei ist einfach nicht nur dieses Pauschal-Türkei. Antalya, Izmir und wo die ganzen Pauschaltouristen immer hinfliegen. Es ist wunderschön hier. Ich finde das mittlerweile relativ krass, wie stark sich hier schon langsam die Landschaft ändert. Also ich bin mittlerweile gar nicht mehr weit weg von der iranischen Grenze. Das sind ein paar hundert Kilometer noch, aber ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich schon anfängt alles. Ja, so ist das. Das ist einfach so einfach so auf der Straße. Wer von euch hat dieses Bild vor Augen hier, wenn er an die Türkei denkt? Es ist so atemberaubend schön hier. Ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob das über die Kamera so rüberkommt, aber das ist unfassbar hier. Ich fühle mich ja gerade wie der absolute König der Welt. Guckt euch diese Landschaft an hier. Und ich bin der komplett Einzige irgendwie, der hier unterwegs ist. Ja, ist das toll hier. Und diese Straßen, guckt euch die Straße an. Perfekter Zustand. Wie geleckt. Perfekt! Du kannst hier einfach nur langbrettern. Keiner hält dich auf. Genau das hier ist die pure Freiheit.
Okay, jetzt bin ich gerade auf der anderen Seite von dem großen Bergpass wieder runter. Jetzt erwartet mich ja gerade ein Unwetter. Das hat man überhaupt nicht gesehen von der anderen Seite. Aber noch regnet es nicht. Ich hoffe mal, es hält noch durch. Ja, vom super tollen Wetter, in den Schnee. So, wir befinden uns auf dem Weg jetzt langsam aber sicher an die iranische Grenze. Ich habe gestern mein Visum bekommen, hier in Erzurum in der Türkei. Das ist jetzt alles in trockenen Tüchern. Ich habe jetzt mein Visum, Carnet de Passage, Versicherung ist alles geklärt. Theoretisch dürfte eigentlich also nichts schief gehen. Heute geht es Richtung Wansee, weil wir ganz bewusst nicht auf die ganz große Landgrenze fahren im Iran. Die ganz große Grenze ist in Dogobayazid. Also Dogobayazid ist eine türkische Stadt. Und dort noch ein ganzes Stück weiter ist die größte iranische Landgrenze. Dort fahre ich allerdings nicht hin. Wir fahren eine andere Grenze an, eine kleinere Grenze, weil ich gehört habe, dass es dort weniger Probleme geben soll. Der vorletzte Tag in der Türkei ist angebrochen. Ich fahre gerade aus Erzurum raus. Da konnte ich leider nicht so viel filmen, weil, um ehrlich zu sein, wollte ich im iranischen Generalkonsulat nicht unbedingt die Kamera auspacken. Weil der Iran und Kamera und Film ist sowieso so ein bisschen was. Aber mal ganz kurz, Fun Fact am Rande, ihr seht ja dieses Gebirge hier und diese Landschaft. Tatsächlich ist das ja ultra schön und Erzurum liegt auf 1950 Metern ungefähr. Diese ganze Ebene hier, die ihr hier seht, das ist alles so eine Art Hochplateau. Das liegt alles relativ hoch und die ganzen Berge hier im Umkreis, das sind teilweise 2500 Meter und mehr sogar. Vollgas! Vorletzter Tag in der Türkei. Am Freitag geht es in den Iran. Ich stehe ja gerade am Wansee in der Türkei. Ich muss jetzt ja wirklich gerade mal anhalten. Ich muss jetzt einfach mal hier mal ein Video machen. Es ist so unglaublich schön hier. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte von der Türkei ein komplett anderes Bild. Wirklich komplett anders. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass die Türkei wirklich so ein absolut schönes Land ist. Vor allen Dingen für Motorradfahrer. Absoluter Traum. Wahnsinn. Ich mal kurz geheim aufnehmen hier. In der Türkei findet man ständig solche Grenzposten bzw. ständig solche Polizeiposten, wie hier vor uns gerade. Und ich habe keine Ahnung, für was das ist. Muss ich so sagen, wie es ist. Die schreiben anscheinend immer das Kennzeichen auf und machen das irgendwie so, aber ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich muss euch wirklich sagen, ich freue mich unheimlich auf den Iran. Ich habe so viel Gutes von vielen Menschen darüber gehört, dass der Iran wirklich ein fantastisches Land sein soll. Und ich freue mich so sehr drauf. Ich habe die letzten Wochen wirklich einige Iraner und auch Iranerinnen kennengelernt, die mir einfach geholfen haben bei Visa-Angelegenheiten oder. Das sind solche netten, unfassbar gastfreundlichen Menschen. Und ich bin wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, dass die Grenzüberquerung morgen, dass das kein Problem wird, aber ich denke nicht. Und ja, dann bin ich im Iran. Ich bin mit dem Motorrad von Deutschland in den Iran gefahren. So Leute, guten Morgen. Heute ist es soweit, es geht in den Iran. Ich bin wirklich aufgeregt, muss ich sagen. Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran einfach, dass man über den Iran oder einfach dieses Land als solches in den unseren Medien so extrem viel Mist auch irgendwo liest. Und man macht sich da Gedanken drüber und so weiter. Ich sag mal, Dokumente und so weiter ist alles da.
ich mache mir da keine Sorgen. Und ich bin sehr gespannt, was wird. Und wir befinden uns auf dem Weg zur iranischen Grenze. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Man sagt natürlich immer, das ist kein Problem, aber trotzdem ist natürlich die Grenze zum Iran ist natürlich immer erstmal sowas. Man ist da natürlich sehr durch die Medien beeinflusst. Ich bin gespannt. Wir haben einen Fixer an der iranischen Grenze stehen. Der wartet dort 10.30 Uhr auf uns. Der das alles regeln will für uns. Ich hoffe wirklich, dass das alles klar geht. Ja, dass wir keinerlei Probleme haben. Es sind jetzt noch 36 Kilometer ungefähr bis zur Grenze. Heute Nacht habe ich wirklich ein bisschen unruhig geschlafen, weil iranische Grenze ist jetzt die erste Grenze, die man wirklich Grenze nennen kann. Also da ist das volle Programm nötig. Reisepass, Visum, Versicherungen, Carnet de Passage, alles. Das ist ein komplett neuer Kulturkreis, weil die Iraner sind ja keine Türken oder ähnliches, sondern das sind ja wirklich historisch gesehen kulturell Perser. Das ist wieder was komplett anderes. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Wie lange es dauert vor allen Dingen. Ich weiß nur nicht, ob ich viel filmen kann an der Grenze. Ich werde das nicht riskieren, weil Iran ist wirklich, da sollte man nicht unbedingt öffentliche Gebäude filmen. Aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, so gut es geht.